Willkommen zurück hier bei Let's Play Watch Dogs. In der letzten Folge haben wir diesen komischen Tobias gejagt und ihm diesen komischen Schalter abgenommen. Und jetzt machen wir uns mal auf den Weg zu der Insel. Weil die Stadt die Kontrolle abgab. Ein Hacker zeigte die Schwachstelle im Netz. Hacker Raymond Cannon ist ein Held. Interessant. Chicagos CTOS ist angreifbar. Die Bürger sind angreifbar. Übernimm Kontrolle. Das ist ja wirklich interessant. Das ist auch nichts Neues irgendwie. Und jetzt treffen wir uns mal mit Clara auf der Insel. Ein fast leeres Plätzchen. Kann man sich gut geben. So eine Insel komplett für einen allein, wäre schon nice. Der Bunker. Clara glaubt wirklich an diese Legende. Und Tobias war ziemlich aufgeregt. Mythen interessieren mich nicht. Aber wenn ich Niki zurückkriege, soll's mir recht sein. Auch cool, dass hier einfach so eine ganze Insel voll ist mit einfach so leeren Gebäuden. Hast du Tobias gefunden? Hab ich. Und? Wir spielten Poker, redeten ein bisschen. Was hat er gesagt? Boah, wie schön das hier einfach ist. Hab ich ja gesagt. Geh nicht ohne mich rein. Bin unterwegs. Keine Sorge. Ich muss den Strom wieder anstellen und dann noch den Eingang finden. Ich seh dich da. Ach, das machen die aber auch echt so einfach so mit Absicht, so in dieser perfekten Zeit, wo es einfach so unfassbar schön hier ist, das Ganze hier aufzumachen, ey. Also auch das Ganze erstmal zu suchen. Verdammt, Trey. Tut mir echt leid mit deinem Wagen. Musstest du ihn auseinandernehmen, um einen USB-Stick zu finden? Hast du alle 6 Attrappen gefunden? Dann bist du jetzt da. Die Autonummer habe ich schon gemacht. Du kannst mein Baby also in Ruhe lassen. Bitte. Alles klar. Da wissen wir Bescheid. Boah, das ist einfach so schön hier. Diese Herbstjahreszeit und so. Oh mein Gott. Da komme ich nicht so einfach rein. Da muss ich noch irgendwas anderes machen. Aha. So. Wie wir hier einfach so rüberlaufen über so ein komisches Ding. Nummer 1. Noch 2. Hier will man irgendwie ewig stehen bleiben. Der Generator ist gerade angesprungen. Wir brauchen mehr Power. Siehst du einen Eingang? Wie würde Blumen wohl so einen Ort verstecken? Ich hoffe auf einen geheimen Aufzug. Du ziehst einen Hebel und der Boden fällt in eine Geheimbasis unter der Erde. Unter Wasser? Wir sind auf einer Insel. Ich meine ja nur, dann oben. Eins der Gebäude. Ich suche weiter. Okay. Die auch einfach nach Auto stehen. Sehr interessant. Oh, das wird hier noch so fucking interessant. Die Generatoren sind da hinten. Da würde ich gerne rüber. Das Tor. Ich glaube. Ach so, ja, stimmt. Aha. Das ist ja echt strange gemacht. So, das haben wir schon mal. Jetzt müssen wir dann noch irgendwie hochkommen. Vielleicht hier rüber. Oh, nee, das könnte gehen. Hier rauf. Jetzt einfach das Ding benutzen. Aha.
Ach, das ist einfach so cool. Wie schön das einfach aussieht. Ich habe ein Thumbnail. Egal, wie cool gleich dieses Ding aussieht, das wird das Thumbnail. Aha. So ein. Der Herbst ist einfach immer so schön. Ich wünschte, wir hätten immer so einen schönen Herbst, aber bei uns regnet es dann immer wie Scheiße. Fast geschafft. Bringst du uns online, wenn wir drin sind? In meinen Kreisen ist das der Fund des Jahrhunderts. Wenn ich's vermassle, gebe ich meine Hackerkarte ab. Du hast tatsächlich eine Hackerkarte? Bring uns rein. Vielleicht zeige ich sie dir eines Tages. Ich arbeite dran. Ja gut, das war jetzt nicht ganz so der Plan, aber okay. Jetzt müssen wir nur noch hier irgendwas aktivieren. Gute Arbeit, Tobias. Ich habe dich immer für Brüde gehalten, aber du hast meine Datei gefunden, dann habe ich mich wohl geirrt. Ich hoffe, du hast die Tour durch die schmutzigsten Abgründe des Internets genossen. Hat dir die Hodenfolter besser gefallen oder das mit dem Pony? Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Wie komme ich da jetzt hoch? Ja, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Das sieht sogar ziemlich gut aus, würde ich sagen. So, da würde ich gern durch. Da muss ich erstmal wieder das Ding finden. Da ist eine Kamera. Ja gut, den wollte ich jetzt nicht unbedingt haben. So, und schon sind wir drin. Als ich das erste Mal gespielt habe, das hat einfach so viel Spaß gemacht. Hier ist die Schwachstelle. Da unten. Oh, jetzt muss ich damit erstmal nach ganz oben fahren, um direkt wieder runterzufahren. Das macht doch Spaß. Hätte man hier nicht irgendwie rüberlaufen können? Nö. Man hätte diesen Zaun da aufbrechen können, das wäre lustig. Okay. Dann haben wir's. Das sollte reichen. Betreten Sie den Bunker. Ich hab das System online gehen hören. Warte auf mich. Warum? Ist doch sicher. Da war seit Jahren niemand drin. Weil ich dein Gesicht sehen will, wenn die Tür aufgeht. Okay. Das wird cool. Oh. Ja gut, das war jetzt auch nicht so ganz der Plan. Das sieht einfach so fucking cool aus. Da muss man doch nicht mal irgendwas photoshoppen. Das hat einfach schon genug Dynamik und Farben. Irgendwas passiert gerade. Passiert überhaupt irgendwas oder irre ich mich einfach nur? Ach so, bin echt schlau. Klären. Niemand darf davon erfahren. So lange, bis ich damit fertig bin. Geht klar. Hilf mir, sie online zu kriegen.
Alles klar. Da wissen wir Bescheid. Na dann, viel Glück. Ist echt krass, dass man hier sowas versteckt hat. Wohl die meiste Hardware entfernt, doch entscheidend sind die Verbindungen. Voila! Kann man uns von hier aufspüren? Das ist ein Sicherheitsbereich. Bauartbedingt nicht aufzuspüren, nicht zu hacken. Und doch hacken wir uns hier ein? Ich muss wissen, woher die IP-Adresse stammt. Lass mal sehen. Warum interessiert sie dich? Ist nur eine Spur, mehr nicht. Wie kam Damien nur da dran? Das ist echt gut versteckt. Keine offenen Hintertüren. Kommt scheinbar aus dem Rossi-Freeman-Bezirk. Viceroy-Territorium. Da. Kameras. Damit können wir einen Blick reinwerfen. Kommst du von hier aus ran? Nein, die sind komplett vom Netz getrennt. Das ist merkwürdig. Wenn ich von hier aus nicht rankomme, dann gehe ich an die Quelle. Ich mache hier alles fertig, bis du zurück bist. Alles klar. Puh, das. Was war das? Blackout, cool. Ich hoffe mal nicht, ich muss hier für die nächste Mission wieder rein. Das wäre irgendwie nicht so cool. Aber nö, anscheinend nicht. Ah, hier ist ein Fenster. Hätte ich das mal früher gesehen. Ja, okay, das ist schon cool gemacht. Da kann man sagen, was man will. Das ist jetzt meins. Dann fahren wir da jetzt noch hin. Obwohl, hier ist halt noch ein Turm in der Nähe. Dann machen wir erstmal den Turm fertig. Und dann... schauen wir mal, wie da Nachrichten... Die Hafenbehörden haben einen Container konfisziert, der militärtaugliche Waffen im Millionenwert enthielt. Die Ladung kam aus Mitteleuropa. Wie sie ins Land kam, ist bisher noch unbekannt. Laut Polizei war die Aktion Teil einer Großfahndung. Näheres ist nicht bekannt. Interessant. Gut, dann fahren wir da jetzt mal hin. Ohne gegen irgendwelche Dinge gegenzufahren, das wäre auch ganz schlau. Ach, dieses Spiel ist einfach so lustig. Und ich find's halt wirklich gut. Da kann man halt sagen, was man will. Also finde ich. Aber okay, das ist halt auch wieder was Subjektives, ne? ApoRap denkt ja auch, er kann gut rappen. Und da kann man nichts gegen sagen, aber es ist nun mal so, dass das was Subjektives ist. Und nicht etwas Objektives. So von wegen, ne? Jeder hat halt die gleiche Meinung. Ach ja. Generell ist ja einfach so viel subjektiv, wo die Leute dann immer sagen, ja, und ich bin mir sicher, dass das so ist und so. Und dann gibt's halt auch so Fakten, wo die Leute dann denken, irgendwas anderes wäre halt ein Fakt und dann ist der Fakt, den sie denken, falsch. Ja, doch, das ergibt Sinn, ich bin sicher. So. Dann schauen wir uns das hier jetzt mal genauer an. Auf das Grundstück zu kommen, wird schon Spaß. Okay, oder auch nicht. Sorry. Ja gut, ich habe das Gefühl, das wird einfacher als gedacht.
Okay, hier muss doch irgendwo... Genau das meinte ich. Joa. Und schon sind wir drin. Das ging irgendwie einfacher als gedacht. Wir bräuchten so ein Jetpack aus GTA. Drehen, drehen. Da rein, was zum Teufel? Nein, die hatten keine mehr, also habe ich ein Dutzend Boston Cream bestellt. Was? Die hatten keine mehr mit Marmelade. Und du bestellst stattdessen Boston Cream? Das ist doch nicht dasselbe. Naja, die sind auch gefüllt. Du inkompetenter Sack! Du wertloses Stück Scheiße! Komm ja nicht ohne Marmeladendonuts zurück, sonst reiß ich dir die Lunge aus dem Arsch und schlag dich damit tot! Weißt du was? Ich hab genug davon, wie du mich behandelst. Wenn ich zurückkomme, trete ich dir in den Arsch, wie du es schon lange verdient hast. Okay, Boston Cream ist gut. Ha, lol. Das war ein nettes Gespräch. Irgendwie muss man da doch... Bin ich gerade zu blind, oder wie sieht's aus? Das führt hier lang. Ich schaue mich noch mal ein bisschen weiter um. Laut der Logik ist das ja da oben. Ach so. Toll. Das hat's natürlich gebracht. Gut. Das machen wir dann noch eben fertig. Oh, Mist. Das war jetzt irgendwie nicht der Plan. Da ist der Lift. So. Hier lang und jetzt hier durch. Keinen Plan mehr, wo ich überhaupt lang musste. Ich glaube, nee, von hier war, hier, da kam ich eben lang. Okay, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Ah, okay. Och, das ist doch nicht in Ordnung. Ich wollte diese blöde Treppe, die Leiter hoch und nicht da lang. Och, nö. Nö, das ist doch nicht in Ordnung. So, nee, nicht hier lang, hier lang, hier lang. Und jetzt gehst du bitte einfach nur diese Leiter hoch. Och, schwere Geburt, okay. Gut, den haben wir damit auch. Und dann würde ich sagen, was uns bei der Mission erwartet, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin.